Hans-Peter Metzler, was ist der schönere Tag, heute die neue Intendantin bekannt geben zu können oder die Festspieleröffnung morgen? Ja, wir haben eine wunderbare Woche, würde ich sagen. Also erstens mal, es ist ein schöner Dienstag für die Bregenzer Festspiele, für uns alle, für die Leitung der Festspiele, fürs Präsidium, für alle Stakeholder, vor allem aber auch für unsere Besucher. Und ich freue mich sehr, dass wir Elisabeth Sobotka als Nachfolgerin für David Boutney gewinnen konnten. Herzlich willkommen heute auch. In dieser oder in einer so ähnlichen Runde konnten wir uns zuletzt sehen am Pressetag. Auch ich hätte nicht vermutet, dass wir uns so schnell wiedersehen, denn damals hieß es, der neue Intendant solle bis nach der Saison bekannt gegeben werden. Hans-Peter Metzler, ist die Tinte denn schon trocken unterm Vertrag? Na, die Tinte ist gerade so trocken, würde ich sagen. Das ist alles sehr frisch, was wir hier präsentieren, und daher ist die Freude besonders groß und die Überraschung vielleicht für die einen oder anderen auch. Wir sind uns eins seit gestern. Also, gerade so getrocknet die Tinte. Elisabeth Sobotka, wir konnten gerade vorher etwas auf der Herfahrt reden. Sie sind fasziniert von diesem Ort Bregenz, nicht nur in künstlerischer Hinsicht, da kommen wir gleich noch dazu, sondern ich glaube, Sie möchten auch das Segelpatent machen. Das habe ich gerade. Ich muss zugeben, wenn ich den See jetzt so sehe, überlege ich es mir vielleicht noch einmal als Landratte. Aber es ist genau, wie Sie gesagt haben. Ich habe im ersten Moment, wie ich gefragt wurde, ob ich mich dafür interessiere, habe ich mir gedacht, natürlich große Ehre. Und dann war ich einen Tag hier und war vollkommen verzaubert und ja, verführt von dem Ort, diesem einmaligen Ort und diesen einmaligen Festspielen, die so viel ermöglichen und so einmaliges, wie es kein zweites Mal gibt, dass ich ja jetzt heute hier stehe und mich wahnsinnig freue, dass ich ab 2015 hier als Intendantin wirken kann. Vielleicht noch mal eine Frage noch zum Künstlerischen. Können Sie in kurzen Worten sagen, was reizt Sie künstlerisch an den Bregenzer Festspielen? Ja, mich reizen ganz besonders diese drei Möglichkeiten, diese drei idealen Möglichkeiten, der Ort am See, die Bühne am See, wo man Tausende von Menschen verzaubern und erreichen kann, die sozusagen für die klassische Oper das großartige Festspielhaus, also wenn man reingeht, bekommt man Lust, hier wirklich große Oper zu machen, und die Werkstattbühne, wo man neue Opernformen präsentieren kann. Und das ist einmalig, glaube ich, diese Trias, diese drei Möglichkeiten an einem Ort zu finden, das ist wirklich ganz besonders. Hans-Peter Metzler, wie viel die Entscheidung im Stiftungsvorstand und mit dem Beratergremium, wurde da lange diskutiert? Na, das war eine eindeutige Angelegenheit. Ich darf mit großer Freude auch sagen, dass wir Einstimmigkeit haben im Stiftungsvorstand, im Präsidium, aber auch es war ein klares Bekenntnis der Experten da für Elisabeth Sobotka als die am besten geeignete für Bregenz, und wir sind daher sehr glücklich, dass das alles funktioniert hat, noch vor der Eröffnung, die morgen stattfinden wird, und damit haben wir Klarheit geschaffen für uns selber, für das Publikum, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die alle hier sind, zum großen Teil. Wunderbar. Eine sehr aufgestellte Frage, wie geht denn das in, jetzt, was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Also was passiert in den nächsten Wochen und Monaten mit der neuen Intendantin, beziehungsweise auch mit dem Programm? Zuallererst möchte ich mich auch ganz herzlich bei den zuständigen Personen in Graz bedanken. Ich habe dort Vertrag bis 2017 und wurde dort nach langen Überlegungen, wie wir den Übergang auch wirklich professionell und gut machen können, die Überlegungen haben gestern stattgefunden, haben wir dann eine Einigung gefunden, und ich bin sehr dankbar, dass das auch von Grazer Seite so positiv gesehen wird. Die nächsten Schritte sind ein Programm erstellen, ganz einfach. Das wir heute nicht präsentieren können und nicht präsentieren wollen. Wir verstehen, dass Sie das interessiert, aber wir bitten auch um Ihr Verständnis, dass das heute nicht Thema dieser Pressekonferenz sein kann.
Hans-Peter Metzler, wie viele Gratulationen hast du heute schon bekommen zu der Entscheidung? Also ich habe unglaublich viele Gratulationen bekommen, auch von Menschen, von denen ich es jetzt nicht so erwartet hätte. Das freut uns sehr und ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, meinen Kolleginnen und Kollegen im Präsidium, im Vorstand zu danken. Wir haben doch einiges an Arbeit in dieses Verfahren gesteckt. Wir haben mit den beiden Beratern, Professor Zählein und Sir Peter, großartige und herausfordernde Partner gehabt. Wir haben uns die Sache nicht leicht gemacht und das möchte ich jetzt betonen, und mich bedanken auch bei allen Involvierten, wie gut das funktioniert hat und wie gut das bis zuletzt gehalten hat. Und ich bedanke mich auch bei unseren Stakeholdern, beim Bund, beim Land und bei der Stadt, die wir sehr kurzfristig informieren konnten, dass wir hier die volle Unterstützung haben. Gerade vorher wurde ich noch angesprochen und das war auch eine Frage, die in der Vergangenheit hin und wieder gestellt wurde. Elisabeth Sobotka, ab wann sind Sie denn hier und sind Sie dann auch wirklich in Bregenz? Also ganz sicher werde ich ab 1. Jänner 2015 hier sein und auch hier leben. Und ich sehe, mein Sohn macht ganz sicher das Patent. Ich vielleicht nicht, aber ich sehe ihn schon am Bodensee Boot fahren. Dann hätten wir das auch gelernt. So. Wir machen jetzt noch etwas, also zum weiteren Vorgehen. Wir würden nachher gerne hier noch einen Fototermin machen, auch mit den Stiftungsvorständen, hätten dann gerne auch noch einen Termin mit Intendant David Poundner. Es besteht anschließend die Möglichkeit für Einzelgespräche. Ich muss aber darauf hinweisen, dass die Zeit nicht sehr ausgedehnt ist. Und Elisabeth Sobotka ist auch nur bis inklusive heute Nachmittag da und dann für die nächste Zeit nicht. Also nutzen Sie die Gelegenheit, auch jetzt im Plenum zu fragen, wenn Sie einen Punkt speziell interessiert. Weil allzu ausgiebig wird in naher Zukunft die Zeit dafür nicht sein. Manfred Welte, ORF Vorarlberg, es kommt ein Mikrofon irgendwo her. Das ist es eh. Achso, ihr teilt euch, das passt wunderbar. Zwei Fragen, Hans-Peter Metzler. Was hat letztlich für Elisabeth Sobotka gesprochen? Was waren die Kriterien, die zu dieser Personalentscheidung geführt haben? Ja, drei Dinge haben für Sie gesprochen. Erstens mal, dass sie eine hervorragende Ausbildung und Arbeit hinter sich hat. Und zwar genau auf dem Gebiet, das wir brauchen. Sie ist gelernte Intendantin, wenn man das so sagen darf, salopp, an großen Häusern im In- und im Ausland, namentlich natürlich in Berlin und in Wien und auch schon in Leipzig. Auch geschnuppert in Salzburg. Also das heißt, wir haben hier eine Fachfrau, was uns sehr, sehr wichtig ist. Wir haben natürlich auch sehr intensiv gesprochen, wo wir stehen und wohin wir wollen. Das war der zweite wichtige Punkt, dass wir Klarheit haben, gegenseitige Klarheit über die Strategie und die Ausrichtung. Und das dritte und sehr wichtige auch für uns alle ist die Persönlichkeit. Ich bin überzeugt, dass Frau Sobotka hervorragend in unser Team passt. Auch wir können sicher sehr, sehr gut, das ist mir ganz wichtig. Das sind für mich die drei Faktoren und es gibt natürlich einen Haufen andere noch, aber das wären die drei wichtigsten. Frau Sobotka, das blaue Mikro bräuchte man offen. Sie müssen bereits im Jahr 2015 eine neue Seeproduktion haben. Jetzt beginnt Ihr Vertrag mit 2015, kann sich also nie ausgehen. Werden Sie quasi gedanklich auch im Herzen schon ab jetzt in Bregenz sein und relativ bald schon eine erste Idee für eine Seeproduktion präsentieren? Also ich muss zugeben, ich habe sogar schon Ideen. In dem Moment, wo wir angefangen haben zu reden, habe ich natürlich mir auch ganz konkrete Dinge überlegt, weil es ist ja schon sozusagen das Herz dieser Festspiele. Und ich habe einige Ideen und die werde ich jetzt aber auch natürlich im Team besprechen. Und wir werden ganz sicher ganz kontinuierlich speziell an dem Herzstück arbeiten, nämlich der Seeproduktion 2015. Sind Sie also in einer Art Konsulentenvertrag ab jetzt schon für die Festspiele tätig? Im eigenen Sinne in der Vorbereitung für 2015. Christa Dietrich, Vorarlberger Nachrichten.
Mikrofon kommt. Frau Sobotka, eben eine Frage zu diesem See. Die Grazer Oper, wenn man die in den letzten Jahren beobachtet hat, da sind ja durchaus einige Produktionen weit hinaus bekannt geworden und waren also sehr mutige Produktionen, die man da sehen konnte. Dennoch ist das alles Indoor und die Berliner Staatsoper ist auch Indoor. Sie müssen sich jetzt relativ rasch ein Stück für den See überlegen. Ich hätte noch eine Frage zur Emotion, wenn Sie haben gesagt, die Landschaft ist so wunderschön und für Sie war es dann gleich klar, Sie kommen gerne daher. Dennoch, da steht ein Riesending. Also mit welchen Gefühlen, wenn Sie das näher kurz erläutern, blicken Sie da drauf? Das muss ja auch funktionieren. Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass ich da ganz realistisch bin, der See muss funktionieren, damit die Festspiele funktionieren. Die Gefühle sind eine Mischung aus Hochachtung, Begeisterung, Interesse, Neugier. Ich habe meine ersten Freilufterfahrungen hinter mir. Als hätten wir es so geplant, hat die Grazer Oper die Saison mit einer Freiluftaufführung abgeschlossen. Wir haben den Mann von La Mancha auf den Kasematten oben gemacht. Also ich kenne den nervösen Blick in den Himmel jetzt sehr gut und kann jetzt so, glaube ich, auch wirklich mich in meine zukünftigen Kollegen hier einfühlen, wie schwierig das auch sein kann. Aber es ist eine unglaubliche Herausforderung, wenn man dieses Ambiente sieht, da möchte man gerne Oper machen. Eine Zusatzfrage noch, ist ein Einjahresrhythmus am See bereits Gegenstand Ihrer Überlegungen? Im Moment habe ich noch nicht so konkrete Überlegungen. Sind weitere Fragen vorhanden? Sie warten alle auf die Einzelinterviews, das verstehe ich. Gut. Ja. Eine Ingrid Grohe, der Westallgäuer und Allgäuer Zeitung. Mich würde noch interessieren, Sie haben gesagt, wie Sie das erste Mal da waren, dass Sie sich begeistern ließen von diesem Haus und diesem Ort. Haben Sie sich aktiv beworben, nachdem Sie die ganzen Intendantengespräche und Querelen der letzten Monate mitbekommen haben? Oder wurden Sie aktiv angefragt aus Bregenz? Ich bin das ganze Bewerbungsverfahren durchgegangen, aber da muss ich sagen, ganz konkret hat mich Hans-Peter Metzler angesprochen, ob ich mich dafür interessieren könnte. Gut, dann an der Stelle schon einmal herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Fragen und fürs Kommen. Möchten Sie noch etwas ergänzen, Hans-Peter, du? Also ich möchte nur noch mal sagen, wie sehr ich mich freue. Ich finde es ganz toll, wie viele Leute da sind und es wird eine spannende Zeit und ich freue mich unglaublich, an diesem Ort die Möglichkeit zu bekommen, Intendantin zu werden und hier mit Ihnen allen gemeinsam die Tradition der Bregenzer Festspiele fortzuführen. Dankeschön. Hans-Peter. Ja, ich möchte mich auch bedanken für Ihr großes Interesse und möchte Sie einladen, morgen zur Eröffnung der Bregenzer Festspiele der 67. zu kommen und unser großartiges Programm zu besuchen als Besucherinnen und Besucher. Herzlich willkommen.